Olle reiste jüngst zu Pfingsten, nach Pankow war sein Ziel. Da verlor er seinen Jüngsten, ganz plötzlich im Gewühl. Eine volle halbe Stunde hat er ihn gespürt. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. In Pankow gab's kein Essen, in Pankow gab's kein Bier. War alles aufgefressen von fremden Leuten hier. Nicht mal eine Butterstulle hat man ihm reserviert. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Auf der schönen Holzer Heide, da gab's ne Keilerei. Und der Bolle, gar nicht feige, war mit dem Mann dabei. Hat's Messer rausgerissen und Finne massakriert. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Es fing schon an zu tragen, als er sein Heim erblickt. Das Hemd war ohne Kragen, das Nasenbein zerknickt. Das linke Auge fehlte, das rechte marmoriert. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Also wenn halt dann irgendwie 50 Leute, ne, die sich zufällig dann im Wald nachts treffen, wie es halt immer so ist, ne? So müsst ihr euch das vorstellen, so war das. Total krank, ja. Ja, aber auch so was, was die so ein, was Catchen angeht, so, ne? Bei euch halt nur auf die Leiter, ne? Und bei denen, ich will gar nichts machen hier, aber ja, es ist trotzdem sehr geil dazu. Eben.